Es dämmert, das Licht scheint durch die Fenster und die ersten Vögel singen schon und in meinem Kopf erwachen die ersten Gedanken, vor allem dieser eine. Sie ist tot, ganz plötzlich aus dem Leben gerissen. Ich liege im Bett in der Dämmerung zwischen Licht und Finsternis und es fühlt sich alles schwer an und fast schon wieder schwerelos. Es ist ein Schweben dazwischen. Gedanken kommen und gehen, bleiben nicht, verweilen nicht. Tage des Elends. Man muss aber doch irgendwie aufstehen, die Kaffeebohnen mahlen, die Maschine anschalten. Die meisten Kaffeekrümel fallen auf den Boden. Man muss aber doch irgendwie aufstehen, duschen, essen, Kleidung heraussuchen. Schwarze Kleidung. Ich gehe schwarz einher, meine Haut ist schwarz geworden. Man muss aber doch irgendwie aufstehen und die Post holen und die Unterlagen sortieren, Briefe, Anrufe tätigen. Alles mechanisch. Das Haus fühlt sich leer an, dämmerig ihm dazwischen und alle Gedanken sind leer und alle Worte sind leer. Wir verbringen viel Zeit auf der Straße zu ihrem Haus. Wir sortieren und ordnen ihm dazwischen. Nur die Gedanken ordnen sich nicht, die Gefühle ordnen sich nicht. Wir schauen Gegenstände durch und manchmal Erinnerungen an, weißt du noch? In mir kocht es und ich will schreien, ich will klagen und ich will trauern, aber wir bleiben merkwürdig stumm, weil es keine Worte gibt, nur Dinge zu tun. Und ich wege die Kaffeekrümel vom Boden. Ich wartete auf das Gute und es kam das Böse und ich wartete auf das Licht und es kam Finsternis. Aber was jetzt gut tut, Menschen, die vorbeikommen zum Essen, zum Reden, das Gefühl, nicht allein zu sein. Dass wir zusammen sind, dass wir einander haben und halten, das Gefühl, nicht allein zu sein. Aufmunternde Worte, Zuspruch von anderen, das Gefühl, nicht allein zu sein. Das erste Frühlingslicht, Krokusse, die blühen, ein Kind, das im Matsch spielt und das Gefühl, nicht allein zu sein. Ein Buch im Schrank, eine Hinterlassenschaft. Mit einem Bibelvers, mit einer Klage. Woher kommt mir Hilfe? Gott ist in dazwischen, im Dämmern, zwischen den Kaffeekrümeln und das Gefühl, nicht allein zu sein.